Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bioshock. Entschuldigung für die gestrige Folge. Aus privaten Gründen musste ich abbrechen die Aufnahme. Und ich mache jetzt noch schnell den Rest, dass ich nächste Woche wieder in meinem Rhythmus drin bin. Ich habe hat letztes Mal nicht gespeichert, daher habe ich den Kampf hier eben nochmal gemacht. Ansonsten habt ihr nichts verpasst. Ein bisschen geht mir die Musik auf den Nerven. Ach, Bereich verlassen. Ach, scheiße. Da hätte ich gestern einfach nur ein bisschen weiterspielen müssen und... Ach, fuck off. Naja. Zu rar ist jener Schlag von Mann, der kämpft für Gott und Vaterland. Doch hier verehren wir ihn, der hat gekämpft für unsere liebe Stadt. Ich habe eine recht große Aufnahmesession vor mir. Yay. Ah. Hey. Krähen Fallenhilfe. Bewirkt, dass die Opfer von Killerkrähen zu Krähen fallen werden. Das ist Hammer. Teufelshilfe, Beherrschung. Menschen zu beherrschen. Nehme ich mal. Das ist gut. Possession now turns machine and man into allies. Hold and release to create a ghostly trap. Das ist gut. Ja. Der Film war wohl nicht sehr schön. So, Magazinvergrößerung. Schadenboost. Erhöht den Karabinerschaden. Jawohl. Magazinpräzision. Ein Voxophon. Wenn unser Werk vollendet ist, wird man uns Mörder nennen. Cornelius Slate, der Mann fürs Grobe, der Vox Populi. Und Comstocks Lüge wird durch eine neue ersetzt werden. Sei's drum. Diese Fitzroy und ich sind Verbündete aus Notwendigkeit. Ich bezweifle, dass man alle Männer, die Caesars Toga rot färbten, in Friedenszeiten noch das Brot miteinander brechen sah. Ist Comstock weg, sind die vergangenen Taten meiner Männer sanktioniert. Und sie werden ihren Teil der Beute fordern. Das muss ich nicht mehr erleben. Unser Prophet Vater Comstock, Kommandant der 7. Kavallerie. Der Mann hat die 7. Kavallerie nicht angeführt. Ich erinnere mich nicht mal an den Kerl. Corporal DeWitt hat sich an diesem Tage tapfer geschlagen. Ich glaube, ich spinne. Slate? Bist du das? Du warst schon immer anders. Nicht wahr, Booker? Du begehrst keinen Ruhm. Hör zu, ich sehe, du steckst hier in irgendeinem Schlamassel. Wenn du uns an dieses Schock-Jockey-Zeug ranlässt, dann sind wir gleich wie... Der Blechsoldat Comstock will unseren Tod. Wir sterben nicht von seiner Hand. Es gibt Ärger. Meinen Männern bleibt nur die Wahl. Tötet ein Blechsoldat sie. Oder ein echter Soldat. Jetzt gibt's hier auf die Kauleiste. Ich hab noch nichts gefunden.
Dankeschön. Siehst du? Siehst du, du bist ein Killer, Booker! Gib uns das Schock-Jockey! Wenn du die Kraft willst, Booker, dann schenk meinen Männern den Ehrentod. Sie erwarten dich bei Wounded Knee und Peking. Finde Schock-Jockey. Ach, da rein. Cornelius Slate. Für mich scheint das irgendwie so ein Anhänger von dem Propheten zu sein. Ach, schau an. Infusion. Dann nochmal Schild. Perfekt. Und Lockchips. Fass. Was ist ein Fass? Ach, Fass. Ah, da ist es. Oder auch nicht. Jetzt kommen wir hier rein. Natürlich. Ich versuche sie mit Verbandszeug und Munition zu versorgen, aber es ist nicht immer das Richtige da. Ich glaube, ich bleibe doch lieber beim MG. Der Blechsoldat hat das Lob für die Taten der echten Helden eingestrichen. Ihr Gefährte, Miss, er schmückte sich am 29. Dezember 1890 mit Ruhm. Wie meint er das? Das willst du nicht wissen. Panzer. Faust. Das ist kurzzeitig. Das haben wir im Moment an, ne? Würde gerne. Ich würde gerne die Panzerfaust mitnehmen, aber. Sie waren dabei. Bei Wounded Knee. Ich sehe es ihnen im Gesicht an. Sag's ihr, Booker. Sag ihr, wie wir wie die Helden von Sparta übers Schlachtfeld schritten. Ich höre noch die Schreie. Hört Comstock sie auch? Hier ist der Soldat, von dem ich sprach. Der Schlagmann, der Comstock vorgibt zu sein. Seht, ob ich recht habe. Alter, den Slate, den werden wir so dermaßen killen. Ich weiß nicht, bleiben die dann eigentlich für immer?
Eieiei. Sehen Sie, Miss! Sehen Sie den Mann, der Comstock gerne wäre! Ein echter Soldat! Ich will das nicht, Slade. Gib mir einfach, was ich brauche. Bald, nachdem du dasselbe für mich getan hast, suche mich unter den Boxern. Wer sind die Boxer? Die Chinesen. Wir sollen zu dem anderen Exponat gehen. Hört ihr, Comstocks Blechsoldaten? Sie wollen uns zum Schweigen bringen. Aber wir sind die wahren Patrioten. Die Geschichte, die nicht in ihre Bücher passt. Was ein Idiot. Nein. Was sind das denn für Chinesen? Was ist das? Der Boxeraufstand. Was ist da passiert? In Peking. Ich war es, der die Stadt in Brand steckte. Comstock erzählt natürlich etwas anderes. Warum schneit's da eigentlich? Gut, Schubkontrolle verbessert Schub im Bremskontroll auf Skylines. Nehme ich mit, aber pff, bringt uns jetzt, glaube ich, nicht wirklich viel. Außer schnelleres Gleiten auf den Skyline halt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich die ganze Zeit Saxophone übersehe. Und mit Lügen hat der gelbe Mann geübt Verrat. Doch büßte er's und es musste der Osten den Zorn unseres Propheten kosten. Ja, ich verstehe das irgendwie nicht. Oh Gott. Ist doch schon irgendwie geil gemacht, ne? Oh, das kenne ich aus Büchern. Comstock führte die Truppen Columbias nach Peking Comstock und... Meiner. Ruhe. Fuck. Das war eine gute Tat, Booker. Sie starben wie der Männer. Ich hab nicht drum gebeten. Ich hab nichts gegen diese Männer. Helden fragen nie. Ich hab nie gesagt, ich bin ein Held. Was bist du dann? Nimmt man alle Teile von Booker David fort, die du auslöschen wolltest, was bleibt dann? Komm zur Rotunde. Es ist bald vorbei. Ich werde dem so den Arsch versohlen. Was wollten sie auslöschen? Jetzt, wo du aus deinem Käfig raus bist, merkst du vielleicht, dass er seine Vorteile hatte. Es ist immer besser, eine Wahl zu haben, Mr. DeWitt. Egal, was dabei rauskommt. Ja. Und was ist, wenn du eines Tages merkst, dass deine Wahl dir nicht gefällt? So, was hat unser Freund hier zu bieten? Magazinvergrößerung für die Pistole. Schadenboost für das MG. Mehr Schaden. Panzerfaust.
Präzisionsgewehr. Mal mehr Präzision hier für unser MG. Ich habe, was ihr braucht, Booker. Nein, hast du nicht. So. So. Ihr findet mich hinter dem Denkmal der First Lady. Suche nach Slade, die Legende der First Lady. Bedrohliche Musik. Bin ich überhaupt hier richtig? Ach da, First Lady. Hoppla. Man kann über Lady Comstock sagen, was man will. Sie hatte ein Auge für Mode. Naja. Ihr wisst jetzt, was Comstock mit meiner Geschichte gemacht hat. Seht nun, wie er die eigene gefälscht hat. Ach, das mit den Kerzen. Ich feiere das mit den Kerzen. Und die Lichter. Der Spross des Propheten war nur eine Woche lang im Bauch unserer Lady. Comstock hatte ein Kind? In meinen Büchern stand nichts von einem Kind. Ausgerechnet die Stelle fehlte? Das war wohl kaum ein Zufall. Doch das Kind erkrankte und unsere Lady betete Tag und Nacht dafür. Das ist mein Turm. Seht, Daisy Fitzroy mag meine liebe Frau ermordet haben. Doch das Kind bekommt sie nicht. Sie tritt nicht zwischen sie und die Prophezeiung. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die weltlichen Gebirge in Flammen hüllen. Bin ich? Du bist Comstocks Tochter. Nein, unmöglich. Nein! Er will, dass du in seine Fußstapfen trittst. Nun, ich will einen Hund, das heißt nicht, dass ich einen bekomme. Deshalb hat sie niemand aus dem Turm gelassen. Ich bräuchte hier Hilfe. Dankeschön. So, und wir gehen dann mal weiter in der nächsten Folge und dann mal sehen, ob wir den Herr Slade mal treffen. Oh. Oh, was? So, was siehst du hier? Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir PNs oder sowas, was du gut findest, was nicht. Liken, abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst.